Liebe Brüder und Schwestern hier in unserer Pfarrkirche zu Hause an den Radio- und Empfangsgeräten, in der Botschaft zum Weltmissionssonntag 2018 schreibt Papst Franziskus: Die Tatsache, dass wir nicht aus eigenem Entschluss hier auf Erden sind, lässt uns erahnen, dass es uns eine zuvorkommende Initiative gibt, die uns leben lässt. Jeder von uns ist aufgerufen, darüber nachzudenken. Ich bin eine Mission auf dieser Erde und ihretwegen bin ich auf dieser Welt. Ein klarer Aufruf, einmal darüber nachzudenken, wie ich finde. Und in Korrespondenz am Ende des Markus-Evangeliums steht: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Und auch das Zweite Vatikanische Konzil betont klar: Die pilgernde Kirche ist ihrem Wesen nach missionarisch. Merken Sie, hier geht es um ein ganz wichtiges Anliegen, was immer und auch immer wieder auftaucht. Und es begegnet uns nicht nur jetzt hier, sondern von jeher schon aus der Zeit gesehen. Und die Notwendigkeit zur Neuevangelisierung ist an vielen Orten Thema. Die Frage, die sich aber bei allem Aktionismus und bei aller Aktion zu Beginn stellen muss, ist: Wird die Kirche in ihrer Zukunft auch missionarisch sein? Eine kritische Frage. Aber auch eine ganz grundlegende Frage, denn eine missionarische Zukunft ist auch ein Türöffner für jegliche Neuevangelisierung. Aber wie geht das? Zunächst ist es gut, dass wir uns von der Notwendigkeit ansprechen lassen. Und ich sage Ihnen eins: Viele Konzepte werden in unterschiedlichsten Gremien bearbeitet, auf Pfarreien und übergeordneter Stelle. Und leider, wie ich es manchmal erleben muss, oftmals viel zu theoretisch, viel zu kompliziert. Das ist natürlich nicht pauschal so, aber an vielen Orten sieht es auch ganz anders aus. Und im Zuge dessen habe ich einmal die Frage gestellt: Wie sieht denn Neuevangelisierung ganz konkret aus, auf den Punkt gebracht aus? Wie kann man in den Pfarreien ihr gerecht werden und wie ist sie ganz konkret aus- und anwendbar? Ich wollte mit dieser Frage auf dem Kern, auf die Substanz einfach herunterkommen. Und es gab da eine lange Denkpause. Und danach ein ausuferndes Argumentieren, sicherlich interessant, aber es hat sich nicht auf die Frage hin konkretisiert, die ich gestellt habe. Das war die Feststellung. Und ich glaube, genau an diesem Punkt, da liegt auch so ein gewisser Ansatz. Ganz einfach ausgedrückt: Wie geht Neuevangelisierung? Lässt sich nicht in 3 Worten und 5 Stunden beantworten, ist ein großes Konstrukt, aber wichtig ist es, zunächst mal auf den Anfang zu schauen. Allen voran, wen haben wir? Im Evangelium haben wir es gesehen: Jesus, allen voran. Er beruft, Jesus beruft Menschen. Mit ihm fängt das Evangelium und auch die Evangelisierung an. Er beruft und dann sendet er aus. Auch heute, und ich zitiere noch einmal aus der Botschaft zum Weltmissionssonntag 2018: Ich bin eine Mission auf dieser Erde und ihretwegen bin ich auf dieser Welt. Ein schönes Wort. Und hier wird auch aktuell ganz deutlich gezeigt: Wir haben eine Sendung, wir haben eine Mission. Wir dürfen mitsprechen und auch vorantreiben, aktiv gestalten.
Ich finde es nahezu genial, auch einmal die Untermauerung und auch das Fundament und auch die Sicherheit aus der Heiligen Schrift hinzuzuziehen. Und das sollte uns auch immer im Bewusstsein bleiben. Ihr sollt meine Zeugen sein bis an die Grenzen der Erde, Apostelgeschichte. Ihr sollt meine Zeugen sein bis an die Grenzen der Erde. Und da ist auch dieser Brückenschlag wieder in das Hier und Jetzt. Das ist auch heute unser Auftrag. Vereint in Sendung, Mission und Neuevangelisierung. Und wie es weitergeht. Evangelium von heute. Jesus sendet seine Jünger aus. Aber nicht allein. Zu zweit. Gemeinsam sollen sie sich auf den Weg machen. Und das nicht ohne Grund. Man muss den Glauben auch miteinander teilen können. Gegenseitig, wenn es darauf ankommt, auch bestärken. Das Korrektiv ist ebenso da. Und wir dürfen auch heute froh darüber sein, dass wir hier mit unserem Glauben nicht völlig alleine dastehen. In manchen Teilen der Welt sieht es natürlich ganz anders aus, aber trotzdem, wir und jeder an seinem Ort darf sich verbunden fühlen mit der Gemeinschaft der Gläubigen. Also der Glauben braucht Gemeinschaft. Auftrag, Sendung, Mission geht nicht im Alleingang. Das hat auch was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Und eine Herausforderung, die sich bei allem Tun stellt, ist, den Glauben zur Sprache zu bringen. Thema Glaubwürdigkeit spielt damit eine Rolle. Und das gelingt nur durch das innere und eigene Bekenntnis. Pfarrer Kocher hat es am Anfang angedeutet. Nicht nur dabei stehen, sondern die innere Teilnahme. Durch das eigene Bekenntnis können wir andere Menschen ansprechen und begeistern und die Herzen, wie es so schön heißt, für Jesus entzünden. Jesus hat seinen Jüngern den Auftrag erteilt, sie sollen die unreinen Geister austreiben. Und wir? Wir sollen ebenso den Geist Jesu bringen. Und Jesus geht es darum, Menschen zur Umkehr zu bewegen, ihr Leben wieder auf die richtige Bahn, auf dem Weg zu Gott zu bringen. Und wir? Auch heilsam sollen unsere Botschaften des Glaubens sein. Die Jünger sind aufgebrochen mit scheinbar nichts. Kein Geld, kein Wanderstab, keine Vorratstasche, kein zweites Hemd, kein Brot. Was bleibt denn da noch übrig? Nichts. Nichts als der Auftrag Jesu, seine Sendung und seine Vollmacht. Ein wunderbares Bild, wie ich finde. Es bleibt nichts übrig als der Auftrag Jesu, seine Sendung und seine Vollmacht.